Sieh die Kamera, um sich umzusehen. Wechseln Sie mit der Übersichtskarte die Kamera. Lassen Sie an dem angegebenen Ort einen Zombie auftauchen. Steuern Sie den Zombie. Greifen Sie den Überlebenden an. Verlassen Sie die Zombie-Steuerung und kehren Sie. Überlebende erscheinen erneut am Anfang des Bereiches, wenn sie sterben. Aber die verbleibende Zeit für ihre Flucht wird stark verringert. Platzieren Sie am hervorgehobenen Ort eine Falle. Erledigen Sie den Überlebenden mit der Maschinengewehrkarte. Verlassen Sie den Waffenmodus. Benutzen Sie Ihre ultimative Fähigkeit. Greifen Sie den Überlebenden an. Experiment erfolgreich. Brechen Sie die Tür auf. Gehen Sie zum Trickschloss. Finden Sie das fehlende Teil des Schlosses. Jeder Charakter hat eine persönliche Fähigkeit. Mit Valeries können Sie nahe Gegenstände sehen. Finden Sie das fehlende Teil des Schlosses. Bringen Sie das fehlende Teil am Schloss an. Suchen Sie nach einem gepanzerten Zombie. Er hat die Sicherheitskarte. Besiegen Sie den Zombie-Wächter, indem Sie seinen ungeschützten Kopf oder Rücken angreifen. Nehmen Sie die Sicherheitskarte. Deaktivieren Sie das Sicherheitsgerät. Sie finden es mit Hilfe der Karte. Gehen Sie zum Ausgang. Ein Mitglied Ihres Teams ist fast tot. Helfen Sie ihm. Valeries Ragefähigkeit kann verletzte Überlebende heilen. Gehen Sie zum Ausgang. Nehmen Sie die Umbrella. Kaufen Sie eine mächtigere Waffe im Arsenal. Rüsten Sie die neue Waffe. Verlassen Sie den sich. Finden und zerstören Sie den roten Kern. Sie wurden infiziert. Finden Sie ein blaues Heilkraut.
Benutzen Sie das blaue Heilkraut, um Ihre Infektionsrate zu senken. Finden und zerstören Sie den roten Kern. Ausgang freigeschaltet. Öffnen Sie ihn mit dem Schalter. Überleben Sie, bis der letzte Ausgang offen ist. Der letzte Ausgang öffnet sich in 10 Sekunden. Der letzte Ausgang ist offen.